2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Die Mütze hier habe ich auch, weil mir Frau Monika Stocker geschrieben hat. Ich soll die Zipfelmütze wieder mal anlegen, die ich in Olten hatte. Mache ich. Obwohl mein Chef sagt, ohne Mütze. Aber der Kunde ist König, darum geht es so. Jahresrückblick mache ich nicht, weil das langweilig ist. Da sehe ich auch den Würgereflex, ähnlich langweilig wie Helene Fischer, die Frau, die sich selbst eine Trennung von ihrer PR-Kolonne glattbügeln und organisieren lässt. Fürchterlich, die Geiss. Unsere U20-Junioren leisten ein wunderbares Viertelfinale, erreicht zum dritten Mal im Folge mit dem Christian Wohlwend. Der Mann ist erstaunlicherweise in Kanada viel populärer als bei uns. Schweizer Trainer bei uns im eigenen Land heissen entweder Arno Del Curto oder vielleicht noch Luca Cereda, der bei Ambri ist. Und so spielen sie eigentlich nur für den Verband eine Rolle. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Wahrscheinlich kriegt der Volvo, wie man ihn auch nennt, eher einen Job in der NHL als in der National League. Und dann, wenn es so weit kommen würde, müssen wir uns ernsthaft hinterfragen. Wäre eine Ironie vom Schicksal, eigentlich ganz lustig, aber wahnsinnig fragwürdig, muss ich schon sagen, dass die Leute bei uns nicht mehr Beachtung kriegen. Linus Klasen. Da kommt man gerade Strahlen ins Gesicht, wenn ich dem zuschaue in Davos, der Spass, den er ausstrahlt, die Freude. Fragt man sich, wieso nicht so in Lugano, weil scheinbar kommen sie mit dem nicht klar dort. Der Irland, der dort am Helm ist, der kriegt er in den Griff. Der kann nicht das Beste aus dem rausholen und gleichzeitig verhindern, dass er mit seinen Schwächen, die er halt hat, gewisse Defizite, er ist nicht so leistungsbereit im defensiven Bereich, wo man sagen, okay, aber den müssen wir in den Griff kriegen. Und eigentlich würde es mehr Spass machen, wenn er gerade in Davos bleiben würde. Am 2. Januar spielt Davos gegen Lugano, könnte man eigentlich gerade dort lassen und dann so machen. Lugano, machen uns doch einen Gefallen, lasst einen von beiden gehen. Das würde auch nicht passen. «2 Minuten für Dino» ist präsentiert worden von «Sporttipp».